Heute werden Gedanken gelesen. Hier im Feierabendclub und nicht nur das. Ich habe mir dazu einen sehr spannenden Gast ins Studio geholt und freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Thorsten Habener. Schön, dass du da bist. Guten Abend, hallo. Thorsten, du hast auch ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier eine charmante Kollegin bei uns in der Redaktion. Das ist die Steffi. Hm? Können wir mit der so partout mal einen kleinen Test machen? Steffi ist ja gerade gar nicht hier. Nee, die Tür ist zu. Ich kann das auch nicht sehen. Und ich schreibe hier mal etwas auf, was niemand sehen wird, außer mir. Das ist das hier. So, ich habe also jetzt hier auf ein Blatt Papier etwas geschrieben. Hier ist das Papier. Nimm das bitte selbst in die Hand. Ich werde das von jetzt an nicht mehr berühren. Okay. Und das, was da drinnen steht, das ist der Gedanke, den Steffi hoffentlich nachher laut äußern wird. Und sie hat keine Ahnung, was passieren wird. Sie weiß es nicht. Wir haben hier Steffi mit dazu. Steffi ist von euch. Die habe ich nicht mitgebracht. Das ist vielleicht ganz wichtig. Und Steffi, du kannst doch bestätigen, wir haben uns vor diesem Abend noch nie gesehen. Das heißt, ich wusste nicht, dass ich dich hier treffen würde, richtig? Richtig. Prima. Und Steffi, ich schau mich bitte einfach mal an. Ja. Und jetzt denk einfach mal nichts Konkretes. Das heißt, du lässt deine Gedanken kommen, du lässt deine Gedanken gehen, du hältst gar keinen speziellen Gedanken fest, während ich jetzt mit dir spreche. Ja. Und wenn ich jetzt gleich mit dem Finger schnippe, erst dann denkst du bitte einmal an ein Land. Jetzt. Und jetzt sag uns bitte mal laut und deutlich, an welches Land hast du jetzt gerade gedacht? Sag's laut. Italien. Italien. Warum hast du Italien gewählt? Hat das einen speziellen Grund? Ja, weil Italien mein Lieblingsland ist. Mhm. Ich fahre gerne nach Italien. Ich liebe italienisches Essen und ich liebe die italienische Sprache. Schau doch einfach mal, was da draufsteht. Da sage ich nur Buongiorno. Da steht drauf Italien, richtig? Man glaubt es nicht. Hier steht tatsächlich Italien. Steffi, schau hin. Der Wahnsinn, wirklich. Ja. Mich würde das jetzt mal interessieren, wie das funktioniert. Nicht nur dich. Ich denke, ich glaube, da draußen sind auch ein paar andere tausend Menschen. Ja? Hier steht Italien auf dem Zettel. Er hat Steffi in die Augen geschaut und hat Italien aus ihren Augen herausgelesen. 95,5 Charivari. Münchens Hitradio.